Moin, wir sind Tabea und Philipp. Und Philipp und der süße Gideon, der gerade schon gar nicht mehr so Bock hat zu filmen. Und wir wollen hier aus unserem VW Crafter einen Familiencamper bauen. Und zwar ist das der Crafter. Das ist das größte Auto, was wir fahren durften, ohne einen LKW oder einen Personenbeförderungsschein zu haben. Aber zu den Fahrzeugdaten kann Philipp euch mehr sagen. Genau, wir haben den VW Crafter 35. Der ist 6,90 Meter, glaube ich, so um die lang. Ist innen drinne hoch, 2 Meter oder so ungefähr. Also ich kann stehen, habe noch ein bisschen Platz. Das sollte passen, wenn die Dämmung drinne ist und der Fußboden. vorhaben wir hier 5 Betten reinzubauen, eine kleine Küche. Und ja, wir haben heute schon mal angefangen mit der Außenverkleidung abzunehmen, links und rechts. Hinten habe ich nochmal dran gelassen, weil ich das einfach mal als Schablone hatte, dass es verloren geht. Genau, den Sitzbank, die haben wir schon gedreht. Ich hoffe, das geht vom TÜV so, da habe ich mich gar nicht so richtig erkundigt. Ich hoffe, das geht alles klar. Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt oder Ratschläge oder so, wir sind dafür auch immer offen. Wie gesagt, wir machen es zum ersten Mal und wir haben ein Zeitfenster von etwa 3-4 Monaten. 3-4 Monaten, bis die erste Reise fest geplant ist. Von daher, falls ihr irgendwelche guten Ideen habt für Bettenbau oder Küchenbau oder was auch immer, lasst sie gerne in den Kommentaren. Ja, danke euch und schaltet auch wieder ein. Jetzt muss ein cooler Spruch kommen. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.